Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, auch in diesem Part. Bevor dieser Part beginnt natürlich, werde ich euch dieses Bild hier zeigen. Wir haben den vierten Boss besiegt. Haha, diesmal habe ich mich nicht verspätet oder es vergessen. Ich habe es mir sogar extra notiert. So, hier sehen wir natürlich, wie General Guy vernichtet wurde. Und der vierte Stern sicher zu uns zurückgekehrt ist. Ja, das war's eigentlich auch schon. Viel Spaß bei dem Part. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Wir sind jetzt gerade hier in der Peach-Szene. Hey, Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Geheimgang zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Es geht in Ordnung. Bowser hat gar nichts gemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Schmuck. Und jetzt lass uns verschwinden. Jo, letzten Part haben wir Kapitel 4 beendet und nun müssen wir mal wieder mit Peach arbeiten. Und Bowser Schiff war zu dumm, um den Geheimgang zu finden. Oh, die Szene wird gecuttet. Dass wir nicht mehr durch den Geheimgang laufen müssen. Okay, jetzt ist es weg. Oh nein, ich weiß, was wir tun müssen. Wir werden einen alten Bekannten wieder treffen. Achso, ja. Scheiß Wachen. Da rein. Okay, nein. Aber hier war ich auch noch nicht. So, Meditationsorten. Wenn wir den jetzt hier in diese Kiste... Ja. Habe ich keinen Bock, das zu lesen? Ich will es euch selber erklären. Also. Wenn wir jetzt hier einen Orden in die Kiste tun, bei mehr lieblich, da wo wir die Sternensplitter gegen Orden eintauschen können, da gibt's genauso eine Kiste und da kann Mario die Orden wieder entnehmen, also sozusagen eine Teleportkiste. Okay, dann weiß ich aber gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Okay, auf jeden Fall weg hier. Die Wachen haben aber auch eine Kurzsichtigkeit, oder? Ja, genau hier. Grünzug, wer bist du? Wie ist der hier gekommen? Ich bin Prinzessin Peach und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gummiko. Sollte besser König Bowser informieren. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Und Prinzessin Peach, was sagst du? Willst du für mich etwas kochen? Ich werde gerne etwas für dich kaufen, Herr Gummigai, aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Oh, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Hier, das wirst du doch brauchen. Der Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Jo. Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Okay, ich habe leider eine Szenekarte übersprungen. Kriegt mich nicht. Haha. Aber leider sind da unten auch Wachen. Wir müssen in diese Tür da drüben. Erstmal jetzt vorsichtig sein. Wo sind hier die Wachen? Das ist scheußlich hier. Schnell. Gut, das hätten wir gepackt. Das war ein kurzer Cut. Jetzt treten wir hier ein. Okay, hier müssen wir nicht hin. Wir müssen auf die andere Seite der Macht. Geh weg, du scheiß Co-Patrouille. Wow, ich dachte gerade, nein. Verpiss dich. Falls ihr hinten was hört, das ist ein Staubsauger. Das ist jetzt aber die Küche, ich schwöre, Alter. Nein, aber was anderes. Komm mal hier raus, Todd. Oh nein, man hat mich gefunden. Wie? Prinzessin Peach, ihr seid wohl auf den Stern, sei Dank.
Du bist doch ein Tod aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Mrs. Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Doch, wir kochen jetzt im Scheiger was zum Fressen. Aber hier ist auch noch was drin. Fortuna, ein Notfall wird jeglicher Schaden reduziert, also halbiert. Ah, wir müssen also doch darunter. Wo sind diese beknackten Coup-Patrouillen natürlich? Verpiss dich, du scheiß Coup-Patrouille. Geh weg von da. Du scheiß Schmuck. Schnell! Peach, man, du kannst auch einfach durchrennen. Endlich. So, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Cousin Peach, das ist ja schon ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns etwas daraus kochen. Wie sieht es aus, Twink? Irgendetwas Besonderes, Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Special Erdbeerkuchen-Power. Klingt gut, dann versuchen wir. Okay, Twink, lies mir das Rezept vor. Gut. Okay, pass auf. Zuerst vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Zucker und Eier, Zucker und Eier. Wo ist der Zucker? Salze Zucker. Du hast den Zucker genommen. Okay. Und jetzt die Eier. Fertig? Jo. Kommen wir zum nächsten. Nun, vermische und schlage die Zutaten in einer Schüssel. Damit war's. Jo. Alles funktioniert, jo. Okay, machen wir also weiter. Nun, gib Mehl und Butter. Okay, Mehl und Butter. Mehl. Und Butter. Da ist die Butter. Ja, jetzt ist es irgendwie gelb. Verkammelte Butter, oder? Ja. Teig in die Form schütteln, ja wie denn? Oh, das ist eine Katze. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Und zack. Und weiter geht's. Nun, backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay. Wieder eine Katze. Also ich muss genau 30 Sekunden den Kuchen in den Ofen stellen. Okay. 30 Sekunden. So, noch 5. 4, 3, 2, 1, 0. So, das war's. Jo. So, jetzt wieder auf den Tisch stellen. Wir müssen den noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Okay. Sahne. Du hast die Sahne genommen. Und die Erdbeeren. Weil da ist eine Erdbeere. Ja, und jetzt sind es drei. Sieht doch ganz lecker aus. Jo. Bringen wir ihn zu Gourmet-Guy.
Aber der Kuchen ist geschrumpft, super. Warum müssen noch alle Türen bei Prinzessin Peach Schloss einen Stern haben? Da bist du ja. Oh, ich musste so lange warten, ich bin schon ganz abgemagert. Ich wiege nur noch 120, vorher habe ich 121 gewogen. Natürlich Tonnen. Kilo kommt so viel zu wenig. Danke. Und wenn ihr falsch gekocht habt, beschimpft euch. Nein, ich sterbe. Nein, köstlich. Das ist viel zu köstlich, ich sterbe. Puh, das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit noch nie gegessen. Was? Der Kuchen von Omelette Tea war nicht besser? Und dir mein Dankbarkeit zu beweisen, verrät dir ein Geheimnis. Einer der Stellen ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du sollst Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Pyronie bewacht. Soll gut aufpassen, ich habe nichts gegen Mario, deswegen sage ich dir das. Ja, Mario hat dir nämlich von Omelette einen Kuchen gegeben. Naja. Kling, hast du das gehört, der Lava-Lava-Berg, Lava-Lava-Island? Ich stand es im Inneren des Vulkans. Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Kling, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber würdest du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun, ich bin schon weg. Naja, immer noch Beschirr. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Jo. Was soll das Geschrei? Ruhe da drin. Oh nein, Timmy Cooper. Aha, ihr wartet also, Prinzessin, ihr solltet leider sein. Ihr seid deine Gefangene und als solche müsst ihr... Was habt ihr überhaupt zu suchen? Wachen, schnappt die Prinzessin. Naja, immer zwei Koopatrouillen. That was. Und nun sind wir hier in Totton ganz plötzlich. Puh, ah, frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Ja, und Sterne Joggen gut. Mein Name ist Muscular, Mario. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Yeah, super Glitzer Power. Marios Sternkraft erhöht sich auf 4. Mario hält die Sternkraft Rücksteller. Rücksteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner um 3. Rufe mich, wenn immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeieilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Stern. Mario! Mario, ich habe Neuigkeiten aus dem Palast. So, es labert dann mit Muskula, ich habe jetzt keinen Bock, das vorzulesen, weil es eh nur langweilig ist. Bla 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 bla, deine Oma ist dein Vater. Schau, Glitzer aktiviert. Wow. Ich habe im Muskelrad im ehrwürdigen Stern gesprochen. Nicht mal im Sternaffen habe ich dazu oft die Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Ups, es tut mir leid, ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Information, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island gefangen gehalten. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um die Information zu erhalten. Ja, Logging. Ich hoffe, das wird dir helfen. Ich muss jetzt zur Prinzessin zurück. Mache wie immer viel Glück. Die Prinzessin und ich werden weiterhin auf Auge und Ohren auf dich offen halten oder so eine ähnliche Scheiße. Oh ja, super, Logging. Aber bevor wir irgendwo anders hingehen, werde ich noch kurz einkaufen gehen. Und zwar... Superpilze. Zwei Stück werden doch wohl hoffentlich genügen. Sauras Tonic, nein, Donutzorn haben wir. Schwimmer. Nein, Steinkabel brauchen wir nicht. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wollt ihr noch irgendwas erledigen, oder? Hä? Wo denn? Ja, wo denn, du Spast? Egal, ich will mal zum Club 4. Okay, raus hier. Es ist langweilig. Mann, du Scheiß-Spion, wo denn?
Ach so. Jetzt sind wir hier im Hafen. Doch ich weiß von irgendwie, also YouTube-User irgendwie hat mir gesagt, dass hier das Spiel nochmal abstürzen wird. Deswegen speichere ich jetzt hier. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit kurz der englischen Version. Ciao.